Seid gegrüßt, Wanderer, und willkommen zu Darkest Dungeon hier vor Venters Manor. Ja, wir haben eine gute Woche. Wir haben hier eine sehr gute Woche, um genau zu sein. Wir haben nämlich jeden, der zu Hause bleibt, können wir besser entstressen. Das heißt, wir werden so viele Gestresste wie möglich zu Hause lassen. Da das hauptsächlich die Niedrigstufigen sind und jetzt eigentlich nur noch Veteranen bei uns im Team rumlaufen, werden wir das auch entsprechend honorieren müssen, indem wir mit den Veteranen auch auf Kreuzfahrt gehen. Wichtig dafür ist, dass wir mal die Ausrüstung anpassen. Ich muss mir erstmal überlegen, wo gehen wir hin. Dann schauen wir nach, wer geht mit. Und dann schauen wir nach, was brauchen die. So. Das hier ist eine Lehrlingsmission. Wir sollen den Schweineprinzen töten. Nein, machen wir nicht. Das hier ist eine Veteranenmission. Wir könnten hier was Seltenes für die Pestdoktorin abstauben. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber Veteranenmission mittellang, das ist schon ordentlich Stress. Hier haben wir 3 Schutzsteine aktivieren. Veteranenmission mittellang wieder. Und es gibt einen Sonnenring, einen seltenen. Lassen wir mal offen. Eine lange Veteranenrunde mit ordentlich Wappen. Schild des Hüters für den Waffenknecht. Aha. Nochmal eine lange Mission. Hier bekämen wir Bilder und Buch der Vernunft. Stressschaden minus 20%. Auch nicht schlecht. Oder eben eine kurze Lehrlingsmission. Die ist nun wirklich nicht zu gebrauchen. Tja. Ich denke, wir werden hier auf eine mittellange Mission hinausgehen müssen. Eine Veteranen. Und lange ist mir einfach definitiv zu lang. Aktiviere 3 Schutzsteine. 3 Schutzsteine? Okay. Wir werden 3 Schutzsteine aktivieren. Das ist Meeresfrüchte. Mittellang. Okay, und Veteranen. Dann schauen wir mal. Also, wie sieht's aus mit dir? Dich sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Wir brauchen einen Heiler, dich oder eben einen der alteingesessenen Heiler. Nimm alteingesessenen Heiler mit. Zack, nach oben. Dann haben wir hier unsere Musketenschützin. Ist ebenfalls dabei. Dann brauchen wir jemanden, der vorne auf die Mütze haut. Ich glaube, du warst da recht gut drin. Und wie wäre es, wenn wir noch unseren Musiker mitnehmen? Stress weg, Lebenspunkte zurückholen und dann können wir die mittellange Strecke eigentlich ganz gut überstehen. Vorne wird verteilt und die Musketenschützen verteilt. Ich glaube, damit kann ich erstmal leben. So, wir haben hier Würfel für Präzision und Ausweichen. Ist da irgendwas Besseres, was ich dem auch gleich mitgeben kann? Präzision und Ausweichen. Oder wir haben hier noch gewöhnlich Schaden und Ausweichen verschlechtert. Das ist also nicht so gut. Buch des Zorns. Da er eigentlich hauptsächlich musiziert, brauche Ausweichen und hat eben, dass seine Effekte verbessert werden, wenn möglich. Oder er geschützt wird. Ausweichen, das wäre schon mal definitiv besser als das, was er hat. Okay, das könnte spannend werden. Ich glaube, wirklich gute Sachen für ihn habe ich nicht. Stressschaden plus 20. Heieiei. Aber das ist ganz gut für den Narren. Ausweichen und Präzision. Naja, Präzision jetzt nicht, aber das Ausweichen ist halt eben, finde ich,
finde ich eigentlich ziemlich wichtig, dass er da halbwegs wegkommt, wenn ihn irgendwas angreift. Ja, lassen wir so. Haben wir eh nichts anderes mehr im Petto. Bei ihr. Da hätte ich ganz gerne mal dieses Heilungsdingen ausprobiert. Die Widerstände gegen alles Mögliche können wir erstmal weglassen. Dann nehmen wir nämlich Heilung und ein bisschen Stress dazu. War nicht hier noch was für die Vestalin? Plus 10% Tugend. Aber das haben wir schon. Minus 5. Aha. Sorgenstein. Ich glaube, dann nehmen wir hier erstmal den Kelch. Der ist ein bisschen besser. Macht nämlich auch diese Tugend hoch. Geht nur ein bisschen gegen die Lebenspunkte. Kann sie aushalten. Lebenspunkte und Widerstand gegen Bluten eher nicht so gut. Die meisten Sachen hier sind moderat nützlich. Ja, lassen wir mal so. Bei ihr. Sie hat Fernkampf, das macht sie sowieso ganz gerne. Und sie hat Tarnumhang. Oha! Da müssen wir mal schauen, dass wir das austauschen. Das kriegt nämlich dann, glaube ich, er hier. Einfach mal rauslegen. Ja, brauchst du nicht. Dankeschön. So. Wir haben meistens Licht an, also macht das schon Sinn. Nein. Hier wollte ich hin. Unsere Musketenschützen. Ja gut, die Stiefel, Widerstand gegen Bewegung. Ja, nett. Aber nicht das, was sie wirklich gut macht. Die anderen Sachen kann sie nicht benutzen. Hier die rutschigen Stiefel kann sie nicht wirklich benutzen. Schwächung, Widerstand gegen Bluten. Gifthauch. Macht mehr Schaden, wenn sie schwer verwundet ist. Das ist auch so. Ja, muss nicht sein. Ich glaube, wir machen bei ihr Ausweichen hoch. Das macht, glaube ich, Sinn. Als Gegenzug für das hier. Da kann sie nämlich präziser schießen und noch Ausweichen dazu. Wird nicht so oft getroffen. Finde ich gut. So. Bei ihm. Präzision und maximale Lebenspunkte. Das ist alles so eher nicht gut. Was haben wir hier? Also, normales Zeug, normales Zeug. Plus, okay, er ist vorne, er soll noch vorne sein. Minus 3% Chance auf Tugend, aber plus 15 Schaden. Ah, so toll ist es nicht. Die Stiefel waren nicht gut. Sehr viel gewöhnlichen Kram. Ich glaube, ich muss mal schauen, ob ich das einkaufen kann. Aber ich glaube, ich kann mir es auch nicht leisten, was einzukaufen. Ist dann kontraproduktiv. Das Kruzifix wäre vielleicht gut gegen Scheusale. Kämpfen wir gegen Scheusale? Gegen Meeresfrüchte, also eher nicht. Umhang für Geschicklichkeit. So schlecht die Gegenstände sind, die wir haben. Sie sind, glaube ich, das, was wir jetzt momentan mitholen sollten. Traurig, aber wahr. Na gut. Dann eben keine Ausrüstungsgegenstände. Dann sollten wir zumindest aber schauen, ob wir unsere Kollegen hier schulen können. Ja, können wir. Bei ihm ist es noch wichtiger. Oh, das wird teuer. Wenn die Mission schief geht, habe ich ein Problem. Ja, da gehen so ziemlich alle Ersparnisse rein. Obwohl, naja, nicht unbedingt. Könnt ihr noch den Quatsch hier verkaufen. Ja, werden wir den Dings nicht geben. Umschalten. Ah, so.
Ja, weg damit. Also, Geld ist da, kein Problem. Lass ich jetzt erstmal. Kann ja sein, dass wir es vielleicht doch nochmal für irgendjemanden irgendwo brauchen. Aber prinzipiell geht es. Hier, das hatten wir überprüft. Da war jetzt nichts Besonderes dabei. Haben wir ausgebaut? In der letzten Folge haben wir, glaube ich, nicht ausgebaut. Ich schaue nach, was wir bauen können. Kutsche sollten wir irgendwann mal überlegen, aber aktuell haben wir kein Defizit. Schmiede, da müssen wir eh noch mal kurz durchgehen. Ob auch jeder seine Sachen hat. Hat jeder. Gut, und unsere Gilde ist auch soweit in Ordnung. Ja, mehr fällt mir nicht ein. Holen wir uns die Prügel ab. Das war hier das. War das das hier oder war das... Nein, das war es nicht. Das war es auch nicht. Dann war es das hier. Genau, Meeresfrüchte. Ich erinnere mich. So, wir nehmen ihn mit. Zweite Position. Ihn nicht. Besser nicht. Sie nicht. Na gut. Hätte man auch nicht gedacht, dass die Vestalin auf Position 2 stehen bleibt. Ja. Besser auch nicht. So. Okay, Freunde. Rüsten wir uns aus und dann versuchen wir zu überleben. Zirbeldrüse-Quest. Ah, ja, gut. Das müssen wir austeilen. Nicht schaden, das sowieso mitzuholen. Zu viel. So, Nahrungsmittel. Sicher ist sicher. Und zwei Stapel Licht. Das könnte man mal ausprobieren und mitholen. Ist gar nicht so teuer. Wie kann ich denn davon... Okay, 6 Stück nur. Bleibt ja nicht viel übrig. Muss ich zuerst mal die Punkte finden, wo ich das Zeug laden kann und dann gehe ich die Truhen öffnen. Apropos Truhen öffnen. Soll ich Schlüssel mitholen? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe definitiv keinen Platz mehr und das hätte ich eigentlich eher mitholen sollen als Verband. Ist jetzt egal. Wir haben eh keine Tragemöglichkeiten durch diese Flaschen, die wir damit schleppen müssen. Zum Steineweihen und so. The flopping fish-like things abhor the warding sigils. Let us claim this place anew. Okay, wir fangen gleich mal hier an, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da hinten was versteckt ist. Yeah. Another misfortune. Die Schaufel. So, mit der Schaufel kriegen wir mehr Gold. Ich verzichte tatsächlich auf mehr Gold. Ich hätte eigentlich gar nicht darauf verzichten sollen, das Ding aufzumachen. Awarded to the brave and the foolhardy alike. So. Kunden. Okay, da ist nichts. Ich gehe trotzdem mal da lang. Weil wir können A, den Fisch plündern. Yay, ich verschwende Essen. Das ist nicht schlimm, ich habe genug dabei. Dann schauen wir noch, das können die anderen machen. Die Schaufel sparen wir uns auch. Für einen leeren Raum brauche ich das nicht. So, schön. Gehen wir wieder zurück. Hier angekommen gehen wir außen rum. Da müssen wir nicht unbedingt langslaufen an dem Kampf. Wenn wir nicht kämpfen müssen, kämpfen wir nicht. Fängt schon an, jetzt futtern sie. Die Koralle. Verbrennen können wir sie nicht. Ich habe jetzt mal die Tinktur mitgenommen zum Austesten. Das funktioniert nicht. Oha, Kräuter. Mhm.
War jetzt eher weniger überzeugend. Das ist auf jeden Fall ein Raum mit Kampf. Das bedeutet, wir brauchen zwei Licht. Schön. Oh, der ist stressig. Der hier ist stressig, dieser wahnsinniger Nils. Ich werde erstmal die Kampfballade singen, dass wir uns alle verbessern. Feinden ausweichen und dergleichen. Präziser zuschlagen. Heilung ist noch nicht nötig. Wir können die Hand benutzen oder die Keule. Ich nehme mal die Hand. Ja, 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 ja. So. Gezielter Schuss auf ihn. Steht immer noch. Einschüchtern. Ich glaube, wir zerschlagen den. Ach, kommen wir gar nicht dran, richtig. Ja, hauen wir auf die ersten beiden. Das Bluten ist schlecht genug, aber dieser Stressknopf, der ist schon wieder ganz eklig. Okay, wir können uns entstressen oder noch mehr Kampfballaden singen. Ich bin erstmal für die Kampfballade. Stress können wir nachher etwas abbauen. Läuft. Wie wär's mit Heilung? The flesh is knit. Und Entstressung dabei. Das finde ich gut. So, gezielter Schuss. Stressfaktor ausgeschalten. Au. Da ist sie nun wirklich nicht gut. Die Musketenschütze muss einen Schritt nach hinten. Wir brauchen hier mehr Stärke. Dolchstoß. Dann geht er eins nach vorne, dann ist die Vestalin hinten. Das reicht nicht unbedingt aus. Also nochmal ein Kampflied für unsere Truppe. Nochmal Heilung. Also doch, doch, doch. Wir machen alle heilen. Das gibt nämlich dann nochmal die Chance auf Crit. Das haben wir gekriegt. Sehr schön. Au. Ich dachte, euer Ausweichen ist besser geworden. So kann man sich irren. Okay, wir können unsere Position wieder nach hinten verlagern. Machen wir auch. Nochmal zerhacken, dann könnten wir den hier besiegen. Sehr schön. Egal wie, ich muss jetzt erstmal den wegkriegen, bevor ich den anderen anvisieren kann. Oder immer Multischaden verteilen. Au. Sag mal, ihr Irren. Ich will aber nicht nach vorne gehen. Ist jetzt blöd. Stress ist Unsinn. Wenn wir noch mal stärker. Au. Nochmal alle heilen. Kein Crit, schade. Gezielter Schuss. Springt er sowieso dazwischen. Ist der zäh. 35 Punkte ist natürlich schon viel. Und dann eben noch diese entsprechend große Panzerung, die er hat. So, Doppelschaden. Da kommen wir auch von dem hinteren ran. Au. Ich muss schon sagen, ich bin echt froh, dass ich so viel Dings mitgeholt habe. So viel Nahrung. Oh, der widersetzt sich natürlich. Schnelles Heilen.
but never hidden. Zielter Schuss, er springt dazwischen. Nee, er springt nicht dazwischen. Aha. Autsch. So, letzter Angriff und dann ist der hintere weg. Damit haben wir nur noch einen Gegenschlag. Ich denke mal, mit etwas Glück kann unsere Vestalin schneller gegenheilen, als er uns Schaden austeilt. Dann singen wir nochmal ein Lied des Krieges. Nachher noch ein bisschen stressfrei. Und dann gehen wir aus dem ersten Kampf noch fast schadfrei raus. Fast. Also es hält sich alles so ein bisschen in Grenzen. Ich würde nochmal einschüchtern. Einfach weil es geht. Schwächen, dann macht er nicht mehr so viel Schaden. In der Zwischenzeit kann ich uns stressfrei spielen. Hüftschuss. Sehr schön. Volksheilung. Ach, hinten war der kritische, wo man nicht so gut gebraucht hätte oder nicht so stark gebraucht hätte. Zerhacken und dann sind wir durch. So, also. Zieh dir das rein. Saug du dir auch nochmal die Medizin rein. Ja, muss jetzt. Ruhe aufmachen oder nicht? Nein, wir machen sie nicht. Dafür kommen wir später wieder. Leerer Raum. Wir machen sie auf. Wir machen sie auf. Wir kommen nämlich nicht wieder, bei der Langstrecke eher nicht. Wenn wir schon da sind, können wir auch alles austesten. Bandagen haben wir auch noch nicht getestet. Die Wahrscheinlichkeit war äußerst gering, aber ich wollte es einfach ausprobiert haben und dann immer ein sicheres Zeichen da stehen haben. Falls wir die Mission nicht schaffen sollten und vorher fliehen müssen, wissen wir Bescheid. So, ich würde sagen, du machst das. A handsome reward. Sehr schön. Task well performed. Der Raum war leer. Okay. Dahin, dahin und dann quer rüberziehen. Bandagen und Gift habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, hier funktionieren die Kräuter. Ich nehme das jetzt einfach mal hin. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ist schon voll. Schade. Gold kann ich nicht mitholen. Edelsteine kann ich nicht mitholen. Gegenstand kann ich nicht mitholen. Ah, dann ist das mal so. Mechanical hazards possessed by evil intent. Na gut, mal wieder eine Falle gefunden, ohne dass wir es wollten. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die Kampfballade, hier sofortige Heilung. Autsch! Hey, du Irrer! Lass den Quatsch! Autsch! Das ist nicht gut. Ähm.
So. Jetzt wird's interessant. Die anschnitzen, bluten lassen. Wie stark bluten sie? Drei Runden lang. Alle heilen. Und der Aussätzige geht sowas von drauf. Zerhackschnitzeln. Schade. Autsch. Mit Bluten auch noch. Zielter Schuss. Das könnte klappen. Wenn wir jetzt noch einmal angreifen dürfen. Aber wann? Au. Okay, geht noch. Geht noch. Alles gut. Geht noch. Wenn wir jetzt vor ihm dran sind, haben wir gute Chancen. Monstrous size has no intrinsic merit. Sehr gut. Unless inordinate exsanguination be considered. Egal wie, heilen. Muss die einen Schritt nach hinten kriegen, damit er hier mal gerettet werden kann. So, Wunden zutackern. Einschüchtern. Heidenei. Das tut weh. Gezielter Schuss. Dann machen wir den weg. Wir holen den aus dem Rennen. Wollen wir nicht. Tun wir natürlich nicht. Damit kriegen wir den hier vorne aus dem Rennen. 6 Schaden. Wenn er dran ist, ist er tot. Hör doch auf. Der stirbt jetzt. Hier muss ich mich hier vorne durchboxen. Ich würde sagen, den machen wir weg. Ist auch weg. Der stirbt jetzt von alleine. Oh, Backe. Das tat weh. Ghoulish horrors, brought low and driven into the mud. So, retten wir mal, was wir retten können. Wir nehmen das Gold mit. Das Gold haben. Na gut, der ist mehr wert als die Zitrinen. Du tut das, was du irgendwie zwischen die Zähne kriegen kannst. Oh, Backe. Wir haben noch nicht eins von diesen Knubbeldingern da losgekriegt. Das ist echt anstrengend. Gut, da müssen wir hin. Juhu, nochmal Heilung. Minimalst. Ich weiß nicht mehr, was das ist. War das gut? Sollen wir das haben? Will man das? Ich nehme es jetzt mal. Nachtaktiv. Okay. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. Also, Räume werden wir nur noch mit vollem Licht kämpfen. Ich sag's euch. Ja, dafür, dass wir sowieso bei den Meeresfrüchten unterwegs waren, wenig davon gesehen. Wie stark sind die? 20? Schaden. Ja, nee, dann nehmen wir die Ballade. Alle Heilung, es sind auch alle verletzt. Zerhacken. Nicht zerhacken, das andere hier. Ach, wie heißt es noch? Denkfehler. Ihr wisst schon. Einfach diesen Schlag da, diesen Doppelschlag nehmen. Halt mich fest. Okay, ist nicht so ganz tragisch. Kann man mitarbeiten. Das ist auch nicht so ganz tragisch. Kann man immer noch mitarbeiten.
Ach, endlich weicht er wieder aus. Das tut weh. Was den Quatsch. Okay. Sauber. 5 Runden lang 3 Schaden. Das heißt, wenn wir das austicken würden, austicken lassen würden, würde er sterben. Aber ich werde ihn vorher schon aus dem Programm nehmen, wenn möglich. Au! Seid ihr noch zu retten? Zerschlagen. Der stirbt nächste Runde von alleine. Pistole auf den hinteren. Nicht gut. Nicht gut. Intensive Heilung hier vorne. Und ich würde sagen, beide nochmal bluten lassen. Einfach weil es geht. Beleidigen. Also einschüchtern ist das ja eigentlich. Man macht immer noch so viel Schaden, der Kerl. Ja, sehr schön. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Galionsfigur, die können wir einpinseln. Ich habe keine Ahnung, wo die Steine übrigens sind, ne? Das ist so. Ich bin schon dreimal dran vorbeigelaufen, ohne es zu merken. Naja. Das haben wir alles ausprobiert. Er ist weiterhin gestresst. Muss ich auch irgendwann mal das Lied dagegen spielen. Aber auch diese Kampfballade ist echt super. Da die Leute einfach ausheilen. So, jetzt haben wir... Ach, verflixt. Noch 5 Räume, die nicht der sind und müssen 3 von diesen Dingern da abgeben. Geht ein Schützin, schnappt ihr das? Übrigens, das sollte ich mal austauschen. So, so können sie arbeiten. Licht, ja gut, 95 reicht auch erstmal. Sagte er und war sich nicht mehr so sicher dabei. Ballade. Inspiration and improvement. Den hinteren kriege ich nicht. Dann sollte ich den dicken hier ausschalten. Ach, komme ich auch nicht dran. Dann nehmen wir den erstmal. Gesamtheilung, sehr schön. Zerschlagen heißt es, nicht zerhacken. Zerhacken ist der andere Schlag, zerschlagen trifft 2. Alles okay. Ist langsam nicht mehr okay. Schützt den vorderen. Nehmen nochmal die Kampfballade. Und nachher fange ich an zu schnitzeln mit der Ernte hier. Ah, sieht schon besser aus. Wir weichen mal wieder aus. Ja, sehr gut. Nur noch 3 Gegner, die angreifen können. Stärkung ist nicht gut. Das ist nicht gut. Unheilig sind die nicht. Zerschlagen. Gut, der Dick kriegt nochmal ordentlich Schaden. Stalin kriegt Schaden, damit kann ich arbeiten.
Autsch. Nicht immer auf unseren... Ach, jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Sind alle so dicht dran. Obwohl, ist vielleicht ganz wichtig, wenn ich den Schamanen erstmal ausschalte. Mal schnell gegenheilen. Gezielter Schuss. Der andere kann sich ruhig dazwischen werfen. Habe ich kein Problem mit. Trotzen. Ja, eher nicht. Zerhacken. Er hat so einen starken Angriff. Das ist so furchtbar stark. Ich kann ihn nicht markieren. Impressive. Aber immerhin das. Ich würde sagen, wir entstressen. Und heilen. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Und zerhacken. Und jetzt erschießen. Wir können die Sachen wieder packen. Alles gut. Ja, und wieder bleibt Unmenge an Geld liegen. Ist jetzt einfach mal so. Quest. Yay. Hat aber keinen anderen Effekt, ne? Das ist großartig. Ach nee. Okay, wenn wir jetzt ganz super klasse durch die ganzen Kämpfe kommen. Möglicherweise. Und dann wir wieder zurück zur Geheimtür kommen, weil wir auch durch diesen Kampf kommen. Dann werden wir uns das Ganze zu Gemüte führen, aber sonst nicht. Weil da ist ordentlich was zu holen in diesen geheimen Kammern. Weiß nicht, ob ich das will. Ja, stehen alle richtig. So. Wichtig, dass ich die da wegkriege, weil die stresst schon wieder so viel. Dankeschön. Er hat natürlich jetzt ein Problem wegen dem da, wenn der wieder Bluten verteilt und sowas. Wie lang ist denn das noch? Ah, noch eine Runde. Okay. Zerschlagen. Da war es nur noch einer. Und geht auf die hintere Reihe. Sehr schön. Das trifft nicht die, die am meisten drunter leiden. Ah, dann entstressen wir hier hinten mal noch. Ah, läuft. Heilung. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Wir könnten jetzt natürlich noch einschüchtern. Aber reicht schon zum Töten. Alles gut. Ich hätte gerne noch eine Runde hier durchgeheilt. Man kann nicht alles haben. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? So, nochmal ein paar Schätze mitholen. The match is struck. A blazing star is born. So, jetzt wird's interessant. Das war mit Kampf. Also, Licht ist an. Hoffen wir das Beste. Nee, das war nur ein Quest. Ja, großartig. Hier, nimm. Wir haben wieder Platz. Wichtige Frage dabei. Schaffen wir das mit Ausruhen? Nee, dann schaffen wir es nicht mehr zurück. Dann würden wir am Hungertod sterben. Also, so durchstarten.
Du bist gesund, du machst die Tasche auf, um dich zu holen. Du bist immer noch gesund, du schnappst dir die Falle. Weil für sich selbst kann er ja auch nicht singen, glaube ich. Und hier stand, Karte ist leer. Also einfach rein. Ha, war ja klar. War ja klar. Na gut. Einmal müssen wir mindestens noch kämpfen. Ja, lassen wir das Licht aus. Noch nichts gefunden. Jetzt kommt der Kampf. Aber da ist Licht an. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Noch heller habe ich es nicht gekriegt. So. Flächenangriff. Ha! Mit auf den Unsichtbaren angeschlagen. Sehr gut. Oh, sehr gut. Da hinten ist jetzt auch wieder Heilung drin. Das tut weh, aber ist okay. Bei ihm mache ich mir immer noch ganz viel Sorgen wegen solchen Leuten. Aber solange sie nicht treffen, alles gut. Steht immer noch. Aber er verblutet. In der nächsten Runde ist er tot. Aus freien Stücken gestorben. Dann kann ich hier den kräftigen Angriff machen. Sehr gut. Immer noch unsichtbar. Dann noch mal einer. Oh, wie solide wir ausweichen im Moment. Destroyed. Na großartig, jetzt muss ich mich durch Leichen schnetzeln, damit ich da hinten den erreiche. Nochmal bluten lassen. Alles gut so. Schätze sammeln. Noch und nöcher. Das Ding brauche ich nicht mehr. Sehr schön. Aber jetzt lösen wir die Quest. Und tappen in den nächsten Kampf. Hätte ich das geahnt. Da stand nur Quest. Beim anderen hatten wir auch keinen Kampf. Beim zweiten. Verdammt! Warum? Bluten lassen. Ja, bluten lassen ist wichtig. Heilung für alle. Gezielter Angriff auf den hinteren, der noch blutet. Ah, den kriegen wir nicht ganz weg. Doppelschlag, sehr schön. Stärkung, nicht gut. Death waits. Ouch. The slightest lapse in concentration. Ouch. Aufhören, aufhören, aufhören. Ich brauche den. Ah, Stressfälle ist okay. Haben wir ausgehalten. Ach, der Schamane schützt ihn. Ich hab's nicht aufgepasst. Wir stechen ihn. Stehen wieder in der richtigen Reihenfolge. Ja, er hat noch einen Lebenspunkt, das war ja so klar. Oh. Ja, da brauchen wir den starken Schlag hier vorne. Heilung. The wounds of war can be healed, but never hidden. Schon wieder kritisch. Ah.
Wir verlieren unseren Baden. 2 Schaden. Okay, der stirbt von allein. Ich will ihn vorne anstiche. Tauschen die Position. Der stirbt ja sowieso. Gezielter Schuss. Ah, halt, 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 halt. Ich könnte ihn markieren. Wir markieren ihn. Die Markierung auf dem. Das ist an sich egal. Okay. Ging noch. Ja, eigentlich muss ich vorne den heilen, aber der braucht auch Heilung, genauso wie die. A momentary abatement. Ja, die Frage ist, womit komme ich durch? Ich glaube, ich nehme den hier, weil ich dann dieses Zeug dazwischen wegschnibbeln kann. Komme ich auch besser an den Schamanen ran. Der schon wieder die Stärkung gezaubert hat. Hier können wir nochmal drauf einstechen. Und jetzt kommt dieses Zerschlagen. Und dann habe ich die hintere Reihe weg, dann ist nur noch er da. Wenn er jetzt nicht allzu viel wehtut. So war die Hoffnung. So, noch einmal anstechen. Das reicht nicht. War ja klar. Noch einmal mit der Pistole nachfassen. Das reicht nicht. War auch klar. Mal durchheilen. Und jetzt. Uff, kritischer als eigentlich nötig. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Okay, die Nahrung werde ich hier behalten müssen. Die Fackeln können weg, weil ich glaube, wir haben keine Kämpfe mehr vor uns. Die Schaufeln können weg, weil ich habe nichts gesehen, was das hervorrufen würde, dass wir da noch was brauchen. Wir machen die Quest fertig. Werden jetzt gierig. Werden das Essen nicht gleich verputzen, sondern werden hier nochmal durch die Reihen laufen. Dann hier außen rum gehen. Entstressen. Ich habe leider nichts, um den hier zu retten. Eine Runde noch. Alles gut. Kriegen wir hin. Blöde Nahtoderfahrung. Aber jetzt werde ich richtig gierig. Ich würde sagen, du entstresst dich jetzt mal an der Falle. Und wenn nicht, genug Trefferpunkte, alles gut. Ja, das heilige Mittel. Link. Wird kein. So. Gehen wir durch und dann nochmal gesittet zurück. Ja, jetzt kommt schon wieder diese richtige Gier durch. Aber ich werde nicht unendlich gierig werden. Ich werde also nicht noch versuchen, hier das Ding abzusahnen. Wäre natürlich möglich und so weiter, aber naja. Das muss jetzt nicht sein, aber ihr werdet jetzt leider warten müssen, bis ich den ganzen Weg außenrum gegangen bin. Und das Licht auf möglichst wenig runtergestuft habe. Und ich hoffe, dass da jetzt keine Gegner in dem geheimen Raum sind, weil das wäre echt widerlich. Jedem mal noch ein Häppchen geben. Sollten sie noch mal hungern oder Hunger bekommen,
Haben wir auch kein Problem. Weil wir noch genug Kräfte haben. Das löst du. Nicht so schlimm. Curious is the trapmaker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Das hat mich jetzt gewundert. Achso, war noch der Text an. Ah, da war noch der Text an. Deshalb haben wir das hier nicht gekriegt. Hallo? Ach nee, das waren wir schon. Bin gerade hier von der völlig falschen Spur ausgegangen. Sehr gut. Oh Gott. Zweifelt an meinem Verstand, ihr habt damit recht. So, neuer Versuch. Kriegst es hin? Sehr schön. Entstresst. Jetzt kommen wir zu dem Ding, das wir noch nicht geplündert haben. Und auch stehen lassen werden. Alles gut. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. So, das machst du. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Karte. Aha, da ist es. Ich habe keine Schlüssel mehr, das ist schade, aber damit müssen wir zurechtkommen. Okay, das werde ich nicht mehr brauchen. Tauschen wir gegen Gold. 200 rausgeworfen, 500 reingeholt, das ist okay. Hätte ich einen Schlüssel gehabt, wären wahrscheinlich große Schätze drin gewesen. Also, was soll's. Heimfahrt. Großen Ring haben wir gekriegt. Mal schauen, wer den anziehen darf. Oder ob ich den überhaupt anziehen werde. Ganz viele Wappen. Wichtig. Und ein bisschen Kleingeld. Stufe 4. Sehr schön. Schlecht. Gutes Auge. Nett. Hätte besser bei ihr gepasst. Perverse Gelüste. Darf nicht mehr ins Bordell. Schön. Oh, hergehört, hergehört. Hergehört, hergehört. Sanfte Strömung. Abergläubische Seemänner jubelten über die Nachricht, dass die unaussprechlichen Abscheulichkeiten der Grotte nicht länger ihre Schiffe gefährden würden. Plus 33% Erfahrungspunkte in Meereshöhen bei der nächsten Quest. Plus 50% Schaden in Meereshöhen bei der nächsten Quest. Wo gehen wir also hin? Nicht in die Meereshöhen wahrscheinlich. Wenn ich Pech habe, ist dann nämlich nichts Ordentliches zu holen. So, schauen wir kurz mal durch. Wir haben ganz viele Gestresste. Das müssen wir ändern. Er hockt schon wieder da drin. So, wo könnten wir noch welche hinsetzen? Der Kranke? Warum macht der Kranke das? Den haben wir noch nicht rausgekriegt, das war das Problem. So, jetzt muss ich so langsam wahrscheinlich darüber nachdenken, die Fähigkeiten von diesen Räumen zu verbessern. Haben wir noch gar nichts gemacht. Und vielleicht auch mal hier neue Liga anheuern. Am liebsten noch die Schmiede ausbauen. Und Brennofen. Wird zumindest das Material billiger, aber es wird nicht besser. Und hier haben wir nicht genug Gemälde. Das heißt, wir kriegen ja unsere Ausbildung auch nicht besser. So enttäuschend. Naja, werde ich mir darüber Gedanken machen müssen. In der nächsten Folge wissen wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet mit ein und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.